Nicht alles, was spirituell aussieht, ist es auch. Was heißt denn das? Was ist überhaupt Spiritualität? Was ist Esoterik? Heute machen wir mal eine kritisch-humorvolle Sendung zu diesem Thema mit einem der profundesten Bewusstseinsforscher der Schweiz, Bruno Württemberger. Hallo Bruno. Hallo Thomas. Schön, dass du hier bist. Und das Ganze geschieht natürlich wie immer auf Mystica TV. Ja, was ist Esoterik? Was heißt Spiritualität? Was ist heilig, unheilig? Bruno Württemberger, ich glaube, du warst auch mal eine Weile unterwegs als Channel-Medium, auch als Heiler. Hast du zwischendurch auch gedacht, jetzt bin ich heilig? Ja, Thomas, das ist sehr unangenehm für mich, wenn man die Vergangenheit ausgräbt, weil, wie das so ist, auch bei mir, durch Erfahrung wird man klüger, mit Sicherheit. Gab es diese Zeit, in der man selbst gedacht hat, man ist recht gut drauf und man hat den Durchblick, bis man ihn dann vielleicht ein bisschen mehr hat und dann merkt man, oh, es war doch nicht so alles, was ich schon gesehen habe und dann kommt noch mal was dazu, dann war das auch nicht alles und dann war nie alles alles und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du weißt eigentlich nie genug, du weißt nichts und in der, ich sage jetzt mal, in der Esoterikphase eines Prozesses hat man eher das Gefühl, man weiß alles. Ja. Und man weiß vor allem, was richtig und was falsch ist. Ich muss ja auch sagen, ich habe von dir ganz zu Beginn ein Buch gelesen, wo du, glaube ich, Jesus gechannelt hast. Es hat mich echt berührt. Es war schön. Es hat den Menschen gut getan. Diese Dinge sind nicht grundsätzlich schlecht oder nicht richtig oder sogar falsch. Sie sind einfach sehr anders. Also heute verkauft es sich vielleicht gut, wenn man sagt, ich channele diesen oder jenen. Damals, wo ich gechannelt habe, da hieß es, der channelt, der spinnt. Sieht man schon an den Haaren, der ist nicht ganz normal, der ist ein Esoteriker. Und heute bin ich mehr ein Bewusstseinsforscher mit spirituellem Hintergrund. Da muss man aber durch diese Esoterik mal hindurch, um zu wissen, wie das läuft. Und darum sage ich, es hat seine Berechtigung, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Gechannelt wird gerne, dass die Leute das sagen können, was sie selber eh denken, aber dafür möchten sie nicht die Verantwortung übernehmen. Das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Ja. Also ich habe ja einen ähnlichen Lebenslauf noch nicht so lange hinter mir, aber trotzdem auch Begeisterung für Engel und geistige Welten. Und ich habe mich darin verloren, fand das alles ganz wunderbar. Habe aber hinterher gemerkt, ja, so groß hat sich mein Leben jetzt auch nicht verändert. Also muss ich mehr bei mir anfangen. Was heißt denn eigentlich für dich Spiritualität? Ja, genau, das ist der Punkt, wie du sagst, es hat sich nichts verändert und das ist der Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität. Bei Esoterik verändert sich eigentlich nur die Gedankenwelt und man fühlt sich ein bisschen schöner. Ja, aber es ist alles oberflächlich eigentlich, obwohl es als ganz tief daherkommt. Ja. Und bei Spiritualität ist das alles ganz unspektakulär. Die wird einfach gelebt. Das ist das, was man begriffen hat vom Ganzen, anstatt eine Doktrin oder eine neue Religion draus zu machen, einen Lebensstil zu entwickeln, der das verwirklicht, was man theoretisch eigentlich weiß, wäre das Richtige. Und hat das mit innerer Arbeit zu tun und da ist nicht jeder dazu bereit, deswegen bleibt er lieber ein bisschen in der bunten Esoterik oder ist es auch zu oberflächlich? Das ist wie wenn du mich jetzt konfrontierst auf meine Vergangenheit, oder? Ja. Das beinhaltet ja immer die Gefahr, dass jetzt gewisse Zuschauer mich wieder auf die falsche Schiene tun, weil ich noch dieselbe Frisur habe. Ja. Aber ich bin ein anderer Mensch. Ja. Und ich kenne dich jetzt auch schon länger und du bist auch, du siehst noch gleich aus, aber du bist so viel weiter, so viel größer, so viel entspannter, so viel tiefer geworden, dass man einfach sieht, der Mensch lebt bewusst, er arbeitet an sich. Also es ist ein Prozess, es ist nicht wirklich eine Arbeit, aber man muss sich mit dem Dunkeln in sich konfrontieren und das ist ja das, wo man stecken bleibt, wenn man das vermeiden will. Ja, und danke für das Kompliment. Trotzdem habe ich heute auch noch meine Themen und meine Probleme und hänge hier und da. Aber wie du schon sagst, es geht nicht ohne die innere eigene Arbeit. Ja, und es ist ja nicht die Idee, dass wir keine Probleme haben, sondern dass wir lernen, damit umzugehen. Ja. Probleme sind nicht schlimm. Eine Krankheit ist nicht schlimm. Mal arbeitslos zu sein, das ist alles noch nicht schlimm. Das ist einfach nur etwas, was ist im Moment, wo dem entspricht, wo ich gerade stehe. Gehe ich weiter? Geht das mit? Gehe ich rückwärts? Wird es halt schlimmer. Aber die Menschen wissen nicht mehr, also so wie ich das sehe, die wissen im Moment nicht mehr, wo ist vorne und wo ist hinten.
wo ist oben und unten? Es wird alles umgedreht. Also, ist das größer geworden, diese Orientierungslosigkeit? Ich glaube, die wird sich jetzt sogar noch steigern bis zum totalen Chaos für viele Menschen. Mhm. Weil gerade wenn man sich jetzt ein Leben lang nur an der Oberfläche bewegt hat, jetzt können wir die Gefühle nicht mehr gänzlich unterdrücken. Das heißt, die Menschen werden am Anfang, wenn sie seit langer Zeit wieder mal fühlen, sich ein bisschen schwierig tun damit, weil es schon sehr intensiv ist. Das ist auch eine deiner Botschaften, was ich so mitkriege, fühlen, wirklich ins Fühlen kommen. Ja. Und du sagst, es passiert jetzt auch global sowieso, dass die Menschen mehr an ihre Gefühle kommen? Oder ja, unbedingt. Habe ich das so verstanden? Unbedingt. Also es sieht jetzt eigentlich schaurig aus, wenn man in die Welt hinein guckt und man schaut, was überhaupt überall alles passiert und so weiter. Aber ich würde mich jetzt nicht erschrecken lassen, weil vor dem Sonnenaufgang ist es am finstersten. Also du bist kein Pessimist, sondern... Nein, bezeichne ich mich als Realist. Mhm. Ich bin realistisch genug zu sagen, dass alles möglich ist im Moment. Aber die Welt, in der ich mich befinde, die muss ja meiner Orientierung folgen. Mhm. Ja, die Welt ist ein Spiegel meines Bewusstseins. Ja. Jeder, der drin ist, gehört bewusstseinsmäßig dazu. Das heißt, ich bin in einem Prozess... Deshalb muss meine Welt auch in diesem Prozess mitgehen. Und das heißt, alle, die mich kennen, können sich freuen. Bei den anderen weiß ich nicht. Natürlich ist immer die Frage, wie real ist dann eigentlich die Welt? Wie real kann ich sie wahrnehmen? Oder nehme ich eigentlich nur mein Spiegel wahr und lebe deswegen in meiner eigenen Welt? Ja, die Welt ist so real wie dieser Saal hier, in dem wir sitzen. Das ist ja und nein. Ja. Kommt immer darauf an, von wo aus man es betrachtet. Trotzdem sehe ich hier nur das, was ich sehen kann. Ich kann ja nicht die ultravioletten Strahlen sehen und die vielen anderen Dinge, die ja auch zum Leben dazugehören. Gut, wir verlieren uns. Gehen wir nochmal in die Esoterik hinein und gehen wir mal auf so einen Engelkongress. Ja. Da wird viel Schönes erzählt über die geistige Welt, Hierarchien der Engel, tatsächlich hin und wieder auch über Spiritualität im Alltag, aber eher wenig. Kann man jetzt sagen, trotzdem ist eine schöne Sache, die Menschen haben ihre Freude dran? Oder kann man sagen, nee Leute, schaut hin, lasst euch nicht zu sehr mit rosa Wolken umhüllen, sondern schaut wirklich in euch? Ja, mein Standpunkt hat wirklich beides drin. Mhm. Also einerseits ist es nett und es ist schön, sich diese Gedanken so zu machen. Und es hilft sicher auch in gewissen Lebenslagen, dass man weiß, man ist geborgen und umgeben, jetzt sage ich mal, von Engeln und so weiter. Aber das Ganze hat sich so entwickelt, dass es mir schon ein bisschen abstrus erscheint. Zum Beispiel heißt es dann oft, du kannst deinem Engel sagen, er soll dir einen Parkplatz vorbereiten oder sagst deinem Engel für den Job und so weiter. Und das ist eine große und gefährliche Falle. Mhm. Sobald wir solche Dinge delegieren, kümmern wir uns nicht mehr selber drum. Das ist weder spirituell, noch logisch, noch vernünftig, noch sinnvoll. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber was im Hintergrund dagegen abgebaut wird, nämlich das Selbstvertrauen ins eigene Bewusstsein, ins eigene Gefühl, das bemerken die Leute nicht. Am Schluss fühlen sie alle dasselbe. Die Esoteriker fühlen dasselbe, die Wissenschaftler fühlen dasselbe, oder die anderen fühlen gar nicht und die fühlen viel. Aber irgendwie treffen sich diese Gruppen und ich sage, jede Gruppe einzeln für sich ist unvollständig. Und man müsste da eine Verbindung schaffen. Aber jetzt zurück zur Esoterik und den Engeln. Was müssen wir da korrigieren? Nummer eins. Wenn ein Engel ist, ist er mit Sicherheit etwas mega viel Größeres als wir kleinen Menschen in dem Bewusstsein, wo man mit Engeln so kommuniziert. Und er hat vielleicht auch was anderes zu tun, um gerade anstatt auf einen Engelkongress den Leuten zu erzählen, wie schön das Leben ist. Genau. Und bei uns zum Beispiel in der Schweiz ist es ja so, dass der Bauherr sagt dem Gastarbeiter, wo er seine Schubkarre hinfahren soll. Und bei diesen Engelsachen ist es immer so, dass der Schubkarrenfahrer dem Bauführer sagt, bring mir das, hol mir das, mach mir das. Ich glaube, da haben sie was verdreht. Mhm. Wenn ich mich an, sage ich jetzt, Engel wende oder geistige Menschen oder geistige Wesen, was ich eigentlich in dem Sinne nicht oft tue, weil ich wende mich immer direkt zum Chef. Mhm. Ich komme auch lieber zu dir, da bist du direkt beim Chef. Da weißt du, was läuft, da gibt es keinen, der das wieder relativiert. Ich gehe direkt zum lieben Gott oder zum Universum, zum Leben. Das Leben, Und hole mir dort den Rat. Und der ist immer so einfach und so praktisch, schon fast pragmatisch. Also wenn Sie sagen, also wenn ich zum Beispiel frage, mich schmerzt das Leid in der Welt.
Was kann ich tun? Da kommt jetzt keine große Abhandlung über irgendwelche Chakras oder so. Dann sagen sie auf zu fragen, steh auf und mach was. Ja. Oder kriegst einen Impuls, zack, mach das. Ne? Irgendwas passiert schon. Logisch. Der Frage, der antwortet. Also fragen müssen wir schon. Genau. Ne? Und dann kommt auch was Konkretes oft. Wenn ich Kontakt habe, heißt es immer, dann mach das. Ja. Sie sagen mir nie, was ich machen soll oder welche Möglichkeiten es gibt, weil sie gehen ja nicht davon aus, dass ich blöd bin. Was vielleicht gescheiter wäre. Aber sie gehen davon aus, dass wir Geschöpfe sind wie sie. Und dass wir Zugang haben zum Gesamtbewusstsein wie Sie, dass wir es nur noch nicht umgesetzt haben. Und das ist der Ansporn, den ich zum Beispiel auch in so einem Interview den Menschen zu Hause geben will. Was du nicht umsetzen kannst, ist wertlos. Das ist gut. Ja. Es muss praktisch anwendbar sein. Ja. Was nützt es mir zu wissen, Fleisch ist ungesund, wenn ich nicht weiß, was gesund ist? Oder die 7 geistigen Ebenen der Engelhierarchien kann ich zwar darüber Bescheid wissen, aber was habe ich in meinem Leben wirklich davon? Schau mal, der größte. Also ich will auch dazu sagen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, wir machen ja gerade einen Film über Medialität, kommt bald, oder wenn Sie das Video sehen, gibt es ihn vielleicht schon. Und es gibt schon eine Reihe großartiger Medien, die letztlich auch die Menschen dazu führen, selber auf die innere Stimme zu hören. Absolut. Und darum geht es letztlich. Und das kann mithilfe von Engel, mithilfe der geistigen Welt oder mithilfe eines Kartoffelsalates geschehen. Was alles mir hilft, zu mir selbst meinen Weg zu finden, ist gut. Bin ich ganz deiner Meinung. Nur, eigentlich hätten wir es gar nicht nötig, zu Verstorbenen oder zu jenseitigen Meistern, was auch immer, Kontakt aufzunehmen. Das machen wir nur, weil wir unsere eigene Meisterschaft verleugnen. Mhm. Ich habe das ja auch getan. Und ich habe sogar behauptet, das ist Jesus. Mhm. Viel Schlimmeres kannst du den Leuten nicht mehr antun, oder? Wenn du dich selber ausgrenzen willst, dann sag, Gott spricht mit dir. Mhm. Du kannst mit ihm schon reden, aber sobald du sagst, Gott spricht mit dir, bist du nicht normal. Aber wenn du sagst, Verstorbene, dann geht's. Oder wenn du sagst, geistige Führer, die dir immer nur Gutes sagen, dann geht's auch. Mhm. Aber wenn dann diese Wesenheiten kommen, die sagen, wie du zu sein hast, damit du die nächsten Schritte machen kannst, dann wird es gefährlich. Ja. Und es kann ja immer noch auch das eigene abgespaltene Persönlichkeitsanteil sein, der einem dann selber sagt, gibt es ja all so Geschichten. Genau. Also ich kann es nur so erklären. Damals, als ich auf diesem Weg war mit der Medialität, hatte ich einen Wunsch. Ich wollte Tieftrance-Medium sein, weil ich wollte nicht, dass mein Bewusstsein sich einmischt. Oder dass ich, der Bruno als Mensch, mit seinem Verstand sich in die Botschaften reinmischt oder in die empfangenen Geschichten oder so. Ich wollte mich draußen haben und habe gewünscht, ich könnte Volltrance-Medium werden und habe das natürlich auch angebracht. Mhm. Und dann haben sie gesagt, nein, das ist genau verkehrt, obwohl es ist das Beeindruckendste. Mhm. Ich kenne viele Volltrance-Medien. Ich bin heute noch geflasht, was ich vor 30 Jahren erlebt habe. Ja, natürlich. Unglaublich, fantastisch. Ja. Aber sie haben gesagt, nein, es ist jetzt eine andere Zeit. Mhm. Es ist die Zeit, dass du vertraust, was aus deiner inneren Stimme kommt, was aus deinem direkten Draht zur Quelle fließt. Mhm. Das ist authentisch. Das entspricht auch dir. Das stimmt, da hast du ein gutes Gefühl, wenn du es sagst. Sonst hast du immer irgendwo ein schlechtes Gewissen, weil die Verantwortung fehlt. Die Eigenverantwortung zu übernehmen, das ist verloren gegangen. Also das ist ein guter Punkt. Das heißt, du bist eigentlich mit einer mentalen Idee an die Sache rangegangen und dachtest, Volltrance-Medium ist das Coolste, weil da kann ich wirklich diese Botschaft übermitteln. Genau. Und das heißt ja auch im Grunde, überlege sehr gut, was du dir wünschst und aus welchen Gründen heraus. Stattdessen ist es doch viel schlauer, finde deinen Weg und lebe ihn, oder? Genau. Also das mit dem Wünschen sowieso, es könnte funktionieren, also Vorsicht. In meinem Training... Ja, pass auf, was du dir wünschst. Ja, pass auf, wirklich. Ja. Aber es ist so. Ja. Ich gebe ja Bewusstseinskurse. Mhm. Oftmals denkt man einfach so, ja, ich erschaffe mir jetzt eine neue Realität, ich weiß jetzt, wie es geht, ich weiß, wie ich das Alte löschen kann und etwas Neues programmieren im Bewusstseinscomputer des Universums. Ja. Und dann sagen sie sich manchmal, ich erschaffe mir, ich bin frei, ich bin ein freier Mensch. Und dann sage ich immer zuerst, stopp, noch gar nicht anfangen. Ja. Hast du schon überlegt, was das bedeutet? Nein, ich bin einfach frei. Ich weiß ja, das fühlt sich gut toll an. Ja, ja. Sage ich, okay, deine Frau haut mit einem Jüngeren ab, du bist frei von der Beziehung. Mhm. Deine Kinder gehen ins Ausland, du bist frei von den Kindern. Dein Job
verlässt dich, du bist frei vom Job. Also frei sein, wie definierst du das überhaupt? Bist du überhaupt schon bereit dazu? Wenn ich mir erschaffe, ich bin frei. Und du darfst auch nichts mehr glauben, frei von jeglichem Glauben. Frei von allem. Ich bin frei heißt, ich bin. Frei von Sicherheiten und vielleicht total. Braucht man noch Sicherheiten. Total. Und das würde ich mir wirklich, das würde ich mir schon auch wünschen. Aber ich würde genau hingucken, bin ich bereit, damit umgehen zu können. Also ich habe mir auch schon Dinge erschaffen, da war ich nicht bereit. Das kennt jeder von uns. Wir nennen es zum Beispiel Krankheit. Das ist kein Zufall. Ja, ja, so erschaffen wir uns letztlich unbewusst auch. Ja. Probleme sind Schöpfungen. Manchmal sind wir schon recht mutig halt im Erschaffen unserer Umstände. Ja, ich finde, es ist sowas wie Halbwahrheit. Ne? Also du kannst alles erschaffen und du tust es ja wahrscheinlich auch bewusst und unbewusst. Aber das heißt ja nicht, dass wir der alleinige Schöpfer unseres Lebens sind. Wir sind ja, ich sage immer, so eine Co-Kreation, ne? Mit anderen Menschen zusammen, mit dem Leben. Oder ist es sogar so, dass wir gar nicht viel in der Hand haben, nur erspüren, wo das Leben hingeht und fließen mit dem? Natürlich hochphilosophische Fragen und ganz viel auf einmal, entschuldige. Nein, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Da wollte ich sowieso gerne drauf zu sprechen kommen. Opfer- und Schöpferbewusstsein. Das ist so eine Hauptsäule, wo man überhaupt, also viele wollen aus der Matrix aussteigen. Die Matrix ist Angst. Ja, draußen ist Liebe. Opferbewusstsein befindet sich in der Angst. Folglich alles, wo wir uns nicht als autonom sehen, sind wir in der Matrix. Und ich sage jetzt nicht, das ist gut oder schlecht. Es ist einfach ziemlich eng in einer Matrix drin. Sag mal, Matrix hat den Vorteil, es ist eine Struktur, an die ich mich ja manchmal auch festhalten will. So was kann ja auch passieren. Genau, dort drin hast du die Freiheit, dich auch für Unfreiheit zu entscheiden. Was viele vergessen ist, dass sie das wollten, oder? Und wenn man irgendwo drin ist, egal, auch im Schönen, auch auf einer paradiesischen Insel, wenn man nicht freiwillig dort ist, ist es nicht schön. In der Tat. Ist nicht schön. Ja. Und wenn man unfreiwillig in den Problemen hängt und steckt, ist es auch nicht schön. Aber was die nicht verstehen, oft, die mittendrin sind, ist, dass man drin sein kann und Spaß haben dabei. Es kann ein Challenge sein. Es gibt Leute, die lieben es, auf den Mount Everest zu klettern. Ich bin nur schon beim Gedanken daran. Für andere ist es der Wahnsinn, eine Tortur. Also bitte. Die Vorbereitungen, ich wäre fix fertig. Ja. Also das ist diese Relativität. Ja. Deshalb ist es mir wichtig zu sagen, es gibt drei Bewusstseinsformen. Das Opferbewusstsein, das Schöpferbewusstsein und das Sein. Das Sein ist schon eigentlich nicht mehr Bewusstsein, weil man sich dort nur noch bewusst ist, dass man ist, aber nicht mehr unbedingt, was man ist oder was man tut. Wenn das aber vorgezogen werden würde, was viele probieren, dann gibt es ein Chaos. Was bringt es mir in meinem Leben, wenn ich jetzt nicht mehr weiß, wer ich bin und wo ich bin? Und dann kommen sie aus vielleicht esoterischen Schienen und haben plötzlich mehr Probleme im Leben als vorher. Ja, ja. Oder gehen in Satsang, wo ja auch gesagt wird, es ist alles so, wie es ist, du musst gar nichts mehr tun. Genau. Ja. Dann akzeptieren sie wohl das, wo sie sind, aber sind nicht glücklich und merken gar nicht, dass es ja immer noch ein selbstgeschaffener Käfig ist. Und das ist wie bei der Kirche, du hast dann die Aussicht auf tolle spirituelle Entfaltung und im Jenseits wirst du dann glücklich und höher und besser und als alle anderen sein. Halt einfach leider nicht. Ja, und da kann man nichts machen. Ja. Aber ich bin mehr, also ich bin nicht ein Denker. Ich bin eigentlich als reines Gefühl geboren. Und da habe ich noch ganz viel davon. Aber ich denke trotzdem manchmal auch gerne, wenn es Sinn macht zu denken. Zum Beispiel, wenn wir von Engeln geredet haben, was ist mit Luzifer? Oh, da stocht es mir gerade im Hals. Ja, war ja auch mal ein Engel. Oder ist vielleicht immer noch ein Engel, aber hat sich halt mal für andere Sachen. Der größte von allen. Wieso beten Sie den nicht an? Oder wieso fragen Sie den? Es gibt Leute, die fragen den um Hilfe. Ich freue mich schon auf die Kommentare auf YouTube. Ja, mach noch weiter. Ja. Ich mich auch. Ja. Aber gut, es gibt Leute, die beten den dann an. Ich nicht. Ich nicht. Ja. Und wenn man sieht, was daraus entsteht, dann entsteht eigentlich genau das immer, was die Leute erwarten. Wenn man mit dem Teufel Geschäfte macht, gibt es solche Geschäfte. Wenn man mit dem lieben Gott macht, gibt es solche Geschäfte. Nur, die Esoteriker verwechseln irgendwie die Idee vom Universum oder von Gott. Wenn du jemanden fragst, was ist Gott, was sagt er dir? Liebe. Was noch? Bewusstsein, Sein, alles, all das, was ist. Allwissenheit, so. Stille. Alles gelogen.
Warum? Wie meinst du das? Keiner weiß es. Ach so, man kann Gott gar nicht definieren, meinst Nein. du damit? Und wenn es einer macht, dann ist er ein Lügner. Und wenn er ein Lügner ist, hat er auch keine Engelskontakte. Mhm. Weil das ist nicht die Schiene. Da geht er automatisch in die Luzifer-Schiene. Mhm. Das ist okay, aber dort wird es dann windig, stürmisch. Ah. Ich verstehe es noch nicht ganz. Also Luzifer wird ja auch verschieden gesehen, also Teufel. Es ist sozusagen ein einer, der in der Materie selbstständig Schöpfer werden wollte, oder? Kann man das so sagen oder ist das völlig falsch verstanden? Also wie gesagt, ich war ja nicht dabei und ich bin mir selber gar nicht sicher, ob das jemals passiert ist. Ja, ja, ja. Aber als Sinngebung für eine Geschichte, wo man etwas Dahinterliegendes ausdrücken will, glaube ich, ist das eine energetische Angelegenheit, das Ganze. Also. Es gibt eine Energie, die vielleicht sogar keine Energie war, aber wir haben kein Wort. Es gab irgendetwas, was es möglicherweise auch nicht gab, was trotzdem ist, obwohl es keiner weiß. Aber jeder fühlt es. Und doch gibt es nichts zum Konkretisieren. Das heißt, die erste Ehrlichkeit, die ich haben muss, ist mir einzugestehen, dass ich wirklich keine Ahnung habe, was hier läuft. Ja, ja, ja. Oder? Gibt ja auch die tiefste Weisheit, heißt ja auch manchmal, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder ich weiß nur, ich bin. Ja. Das ist das einzige wirklich Wirkliche, was ich wissen kann. Ja. Das Problem ist, dass das viele sagen und überhaupt nicht erfahren haben und nicht wissen, was es wirklich bedeutet. Ja, ja, genau. Es ist ein guter Spruch. Sie sagen gute Sprüche am Laufmeter, oder? Ramana Maharshi weiß Bescheid. Ah, ja. Nicht. Er ist es, der das gesagt hat, Meditation daraus gemacht hat, der gesagt hat, das ist die einzige Wahrheit. Aber wie du schon sagst, manche führen ihn nur im Munde und das zu erfahren. Wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann fühle ich, wie klein ich als Persönlichkeit bin im Begriff zum allem, was es sonst noch gibt, oder? Und interessanterweise öffnet das gerade was. Genau, das macht auf. Aber wenn es nur im Kopf ist, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann klingt das für die geistige Welt. Oh, schau, schon wieder ein Besserwisser. Machen wir einen Bogen. Der weiß ja schon Bescheid. Ja. Es gibt ganz viele Leute, die mir immer sagen, was ich falsch mache oder falsch erkläre oder falsch lebe. Und es sind immer die, deren eigenes Leben viel, viel problematischer ist als meins. Und das ist etwas, wo ich zum Beispiel, wenn jetzt jemand an einen Kongress geht, esoterischen Kongress, geht ruhig hin. Aber bleibt wach. Ja. Guckt euch die Leute an. Hat es einer nötig, sich in Faschingsgewänder zu kleiden, um zu zeigen, wie spirituell der ist, dann hat der eher ein Problem und nicht eine Lösung für dich. Gut, vielleicht hat er auch Spaß dran, kann man jetzt auch mal sagen. Ja, aber das ist etwas zu relativieren, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Spaß und Spaß. Wir wollen ja nicht ausgelacht werden. Du gehst ja nicht mit irgendeiner spirituellen Botschaft und machst dich lächerlich. Oder? Aber heute ist das Problem und das wird sich alles ändern. Ich möchte gern zu sprechen kommen auf diese bekannten Persönlichkeiten wie der Papst, der Dalai Lama, der Tolle, der Jim Carrey, der Russell Brand, all diese, die jetzt aus Hollywood, alle sind erleuchtet und so weiter. Und die Leute begreifen einfach nicht, dass das Schauspieler sind. Und sie bleiben Schauspieler. Punkt. Es klingt gut, es stimmt, was sie sagen, aber es ist nicht echt. Und deshalb ist es wichtig, Bewusstsein zu trainieren und das Fühlen neu zu lernen. Man kann ganz genau haarscharf unterscheiden, wer ist echt, das heißt ehrlich, und wer lügt. Und aber ist es nicht auch subjektiv? Ehrlich für mich ist vielleicht nicht das, was ehrlich für dich ist? Ja, das wäre jetzt die Möglichkeit, um sich rauszuholen, um sich selbst rauszuholen und zu sagen, meiner ist ehrlich, das fühle ich. Ich fühle das. Nein, der Mensch. In Wirklichkeit sollte man miteinander darüber sich austauschen. Nein. Oder wie kriegt man es raus? Fühlen. Nur fühlen. Okay. Wenn du Stille in dir hast und du fühlst einen Menschen, kennst du sein Leben. Da weißt du alles über ihn. Wenn ich dich fühle, ich möchte schon nicht tauschen. Nur schon, wenn ich anfange, mich gefühlsmäßig mit dir zu verbinden, ich möchte nicht tauschen. Nee, wir sind ganz unterschiedlich. Ja, vor allem denkst du wahrscheinlich, meins war schwieriger und ich denke aber, deins war schwieriger. Ich habe das mit so vielen Menschen gemacht. Ich glaube, wir haben es beide nicht einfach gehabt früher. Genau. Mhm. Und ich bin der Meinung, jeder andere hat es viel schwieriger als ich. Verstehst du? Ja, wenn ich mich verbinde mit anderen Menschen, merke ich, ich kann gut reden. Mhm. Ich weiß gar nicht, was echte Probleme sind. Aber wenn ich erzähle von meinen Problemen, von früher und meinen Schmerzen und so weiter, dann finden das alle grausam. Wow,
Das ist ja unglaublich. Für mich war es nichts. Es war nichts. Warum? Ich bin für etwas Bestimmtes gekommen. Ich lasse mich von Kleinigkeiten nicht irritieren. Ich habe keine Zeit, um mit den Engeln die Flügel schlagen. Ja. Ist ja schön, wenn die da sind, wenn es die gibt. Ich habe keine Lust mehr, in Sitzungen tausende von abertausende Male zu sagen, Großmami ist da und sie bringt die Blumen und es ist alles in Ordnung. Ich weiß, dass es ihnen gut tut. Aber ich weiß auch, dass es nicht meine Befriedigung ist, zu trösten. Ich will nicht trösten. Ich will wecken. Ich will aktivieren. Ich will etwas bewegen, weil ich fühle mich bewegt. Seit ich mich dem Leben geöffnet habe, bin ich berührt vom Leben. Fühlt man auch. Ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den noch zu vertiefen. Das Opferbewusstsein, Schöpferbewusstsein, Sein. Du hast gesagt, man sollte nicht zu schnell im Sein sein. Aber wie ist dann der richtige Weg? Wie komme ich überhaupt ins Schöpferbewusstsein? Das ist ganz einfach. Fange an oder versuche, bei allem, was du tust, immer die Variante deines Herzens zu wählen. Schön. Eine bessere spirituelle Ausbildung ist mir auf diesem Planeten nicht begegnet. Cool. Ja, und das ist meine. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Aber wir machen noch weiter im nächsten Talk. Danke, Bruno. Ganz danke klasse. Dir. Danke. Ja, sehen Sie, so einfach kann es oft sein, dem Herzen zu folgen. Alles Gute. Bis dann.